Es ist Donnerstagabend und die spanische Treppe füllt sich immer mehr. Überall Strohhüte mit rotem Band, das Erkennungszeichen der Augsburger. Es ist ein großes Hallo. Viele Gruppen kennen sich oder lernen sich kennen. Leute, die man lange nicht gesehen hat, hier in Rom trifft man sie. Um kurz vor 7:30 machen sich dann alle auf den Weg zur Kirche Trinita dei Monti oberhalb der Treppe. Der offene Gebetsabend Come and See soll ein weiteres Highlight der Ministrantenwallfahrt werden. Zu Beginn passen gar nicht alle rein, doch der Abend ist lang. Es geht darum, zur Stille zu kommen, seinem Glauben nachzuspüren. Handys in diesem Fall ausdrücklich erlaubt, denn per QR-Code hat man die jeweiligen Lieder zum Mitsingen direkt vor sich. Die Gruppe Via Veritas Vita spielt ruhige, besinnliche Musik. Bischof Bertram Mayer und weitere Priester, Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen für die Beichte oder Gespräche zur Verfügung. Der erste Teil war jetzt so ein Warm-up mit so ein bisschen Nachdenken und auch so Impulsen. Dann hat man den Wortgottesdienst da mit dem Domvikar Miessen und auch so den Zeugnissen. Das war, glaube ich, ganz schön, auch junge Menschen, die darüber sprechen, wo sie es erfahren haben, wie Jesus mit ihnen war und ist. Und jetzt aber nochmal so die Zeit der eucharistischen Anbetung, die beleuchtete Kirche, Möglichkeit zu Gespräch, zu Beichte, zum Empfang des Segens. Und genau, einfach so mal so ein ruhigerer Moment, wo der Einzelne hoffentlich dann auch was mitnimmt und dann gestärkt wieder mit zurückkommt nach Augsburg. Zweieinhalb Stunden lang war die Kirche Anlaufpunkt für die Ministrantinnen und Ministranten. Es war ein Kommen und Gehen, für manche eine ganz neue Erfahrung. Sonst stehen sie am Altar und müssen sich auf die Aufgaben in der Liturgie konzentrieren. Jetzt können sie einfach mal genießen. Ein weiteres von vielen eindrucksvollen Erlebnissen bei der Wallfahrt. War sehr schön, sehr voll, aber gute Stimmung auf jeden Fall. Beim Lobpreis hat man auch schon gemerkt, das ist schon was Besonderes, dass es jetzt hier in Rom ist. Also war schon echt ein schönes Erlebnis. Ich habe das jetzt noch nie so erlebt gehabt, dass man da auch mitwirken hat können in dem Gottesdienst. Und ich habe das ganz cool gefunden, weil man hat ja die einzelnen Stationen so gehabt und man hat können zur Beichte gehen oder Kerzenanzündung, sich das Segen geben lassen. Man konnte Fürbitten aufschreiben für andere, man konnte Kerzen anzünden für andere und ansonsten einfach ruhig verhalten und halt Segen dann kriegen. Ich fand es eigentlich sehr beruhigend und man kann auch bei den Liedern, wenn man dabei ist und auch mit den Gebeten mitfühlt, dann ist eigentlich sehr beruhigend, auch wenn der Tag jetzt so aufregend war und so heiß, dann ist es schon nochmal ein guter Ausklang für den Abend. Es war einfach eine tolle Atmosphäre und super Musikauswahl und es war einfach richtig schön und auch voll schön, dass man die anderen Pfarreien auch noch gesehen hat. Das war sehr eindrucksvoll, ich fand auch die Lichter schön und einfach die Musik war auch toll. Und wenn man die Lichter konnte, dann konnte man auch gut mitsingen. Am Fuße der spanischen Treppe treffen wir später noch einen Ministranten, der etwas ganz Besonderes erlebt hat bei der Wallfahrt. Für mich war die Audienz das Tollste, weil mit den vielen Ministranten aus ganz Deutschland und anderen Ländern war es halt sehr beeindruckend bei den Liedern. Und danach hat der Papst, also als die Audienz zu Ende war, hat der Papst mir sogar noch die Hand gegeben. Und warum? Also er ist rumgefahren nochmal und wir hatten 5 Bonuskarten für die PG. Und wir haben ausgelost, wer die bekommt. Und ich habe eine bekommen. Und dann konnte man sich da so an einen Zaun stellen und dann hat er jedem die Hand gegeben. Es ist der letzte Abend. Man spürt, dass die Wallfahrt langsam dem Ende zugeht. Am Freitag ist noch der Abschlussgottesdienst und dann geht es nach Hause mit vielen Erinnerungen im Gepäck.